Ein herzliches Willkommen zu diesem nächsten Video. Mein Name ist Maxorus, ich bin hier im nächsten Video von meinem Weg zum Physiker und ja, ich will jetzt einfach mal die letzte Zeit ein bisschen kurz Review passieren lassen. Aktiv mache ich aktuell für die Uni noch insgesamt 2 Kurse. Das ist einmal Rechenmethoden der Physik 2 und einmal Analysis 1. Die anderen beiden Kurse, die ich habe, habe ich aufgegeben, weil es das Grundpraktikum war, was ich ganz ehrlich teilweise nicht ernst genommen habe. Habe ich in der ersten Zeit wirklich nicht ernst genommen. Ich hätte mich da am Anfang direkt viel mehr dafür einsetzen müssen. Zum anderen war ich auch so ein bisschen der Meinung schon so, ich werde das Grundpraktikum auch schon eher vor Ort machen und wirklich alle Experimente durchführen und nicht nur Protokolle schreiben. Ja, das ist irgendwie meine Meinung gewesen, deswegen habe ich das relativ schnell sein gelassen und meine Protokolle waren ja auch nicht so die besten. Jedenfalls habe ich das aufgegeben und das andere war das Computerpraktikum, also praktisch ein kleines Nebenseminar, wo wir Physiker die grundlegenden Programme kennenlernen, die wir im Alltag verwenden. Das bedeutet zum einen Python, also die Programmiersprache, zum anderen LaTeX, also eine Umgebung, will ich im ersten Sinne sagen, oder eine Art Editor oder auch eine Art Programmiersprache, womit man halt der Texte schreiben kann. Ein wirklich interessantes Tool, aber hochgradig komisch. Ich will nicht sagen komisch, es ist einfach anders im Vergleich zu Word oder anderen Programmen, denn das ist immer ein bisschen anders gestrickt, also man muss sich da reinarbeiten und ja, ich kann da inzwischen schon mit so einigermaßen umgehen, aber noch nicht so wirklich hundertprozentig gut. Und das letzte Programm war Gnuplot, ein Programm, wo man verschiedene Graphen plottet zum Beispiel. Und ja, das ist einfach nur gewöhnungsbedürftig, sage ich ganz ehrlich. Das ist am Ende nur eins, gewöhnungsbedürftig. Ist ein interessantes Programm, was ich auch eigentlich relativ gerne mag. Interessanterweise, ja, man muss sich da einfach nur ein bisschen reinarbeiten, auch so ein bisschen, wie man da auch Programme gut einliest zum Beispiel, auch so ein bisschen anders. Ist ja auch teilweise ein bisschen altbacken, aber ansonsten habe ich das eigentlich relativ gerne gemocht. Und wie komme ich jetzt, also, was will ich ja nochmal sagen? Ach, das kann ich auch schon mal direkt sagen, zu dem Computerpraktikum. Das ist, also da kann ich auch ganz ehrlich ja so sagen, mein erster Tipp schon mal, setzt euch nicht ein Wochenende vor der Abgabe an, die Aufgabe hat und gebt die dann ab. Das ist ein wirklich guter Tipp. Macht das bloß nicht. Setzt euch frühzeitig da ran. Manche Sachen hat man auch schon vorher gebraucht, die habe ich auch schon durchgeführt, aber ich habe die Aufgaben, sag ich ganz ehrlich, nie gemacht. Ich habe die Aufgaben einer Woche, ich wollte die zwei Wochen vorher schon wirklich anfangen aktiv zu machen, aber dann war ich immer wieder faul, hab die nicht gemacht und letztes Wochenende habe ich dann wirklich, also letzte Wochenende vor der Abgabe, habe ich dann wirklich jeden Tag oder durchgehend daran gearbeitet. Ja, und die Abgabe wurde immer halt wirklich schrecklich. Ja, ich bin mit den meisten Aufgaben durchfertig geworden. Eine Aufgabe hat nicht wirklich gut funktioniert, weil ich auch so ein Problem hatte, der mir auch wirklich nicht schön sah. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal zeige, was ich da abgegeben habe. Muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall, eigentlich schon. Das sind ja meine Sachen. Und das war nicht schön. Vielleicht mache ich dazu mal ein eigenes Video. Und zum anderen sage ich auch schon ganz ehrlich. Ich habe ja schon gesagt, dass da auch die Programmiersprache Python dabei war. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich hasse Python. Ich kann mit der Programmiersprache Python nichts an. Also ich kann die nicht leiden. Die ist für mich wie ein Dorn im Auge. Ich finde ihre Art, also manche Sachen, die Python macht, einfach komisch. Ich hasse auch, dass man da keine Klammern setzt. Ich mag die einfach nicht. Ja, ist Gewöhnungssache, hat auch schon einer von meinen Freunden gesagt, der die auch fürs Informatikstudium braucht. Aber ich kann das einfach nicht leiden. Ja, ich kann schon sehen, warum man die verwendet. Die hat auch einige gute Vorteile, aber ich sage ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich die Sachen auch mit C++ zum Beispiel machen kann. Denn ich versuche mich jetzt nebenbei auch schon wieder C++ beizubringen, weil
Ja, da kann ich euch schon mal zum großen Teil dieses heutigen Video gehen, und zwar Selbstmotivation. Denn besonders hier im Online-Semester, wo man wirklich einfach nur praktisch hier sitzt, vom Schreibtisch und arbeitet, ist Selbstmotivation, sich aufzurackern, zu sagen, ja, jetzt mache ich was für die Uni, das größte Problem. Ich habe mich zu, das habe ich schon bei anderen Videos gesagt, ich schaffe es häufig nicht, mich hinzusetzen zum Lernen, zum Beispiel für die Analysis-Klausur oder für die Einführung in die Physik 1-Klausur. Das schaffe ich nicht. Das ist für mich aktuell das größte Problem bei für Klausuren oder allgemein, dass ich so aktuell immer noch so ziemlich viel Zeit verschwende am Tag, wenn ich was anderes mache. Ja, aktuell ist es inzwischen sogar besser bei mir geworden, weil ich schon teilweise schon wieder, ich will nicht sagen, eine Art Hunger entwickelt habe fürs Studium, weil mir auch viele Sachen auch wirklich gefallen. In Analysis sind wir jetzt interessant bei den Themen, die mich wirklich interessieren, manche auch wirklich faszinieren, wo ich auch dann arbeiten will. Ja, da fällt mir immer noch ein, ich muss noch meinen, ach verdammt, warum kommen mir jetzt solche Gedanken? Ich wollte meinen Dozenten immer noch mal eine Frage stellen, die abseits wie von abseits vom Studium ist. Sondern eine kleine Interessenfrage. Denn ich muss ihn noch mal fragen, ob er so einen Graphen kennt, den ich auch gerne mag. Und ich nicht weiß, wie man den designen kann oder darstellen kann. Aber wo war ich stehen geblieben? Ja, da sind alles inzwischen so Themen, die mich wirklich auch faszinieren oder interessieren. Deswegen will ich mich damit jetzt auch wieder mehr beschäftigen. Denn aktuell, sage ich schon mal so, läuft es bei mir wieder einigermaßen gut. Ich beschäftige mich, also ich mache jetzt auch ziemlich viel, also ein bisschen mehr fürs Studium als am Anfang des zweiten Semesters. Nicht so viel wie Anfang des ersten Semesters, da war ich viel zu motiviert. Wirklich jeden, also 5 Tage in der Woche von 14, also von 8.30 Uhr bis 19 Uhr am PC. Ja, manchmal vermisse ich diese Zeiten, wo ich da die ganze Zeit saß und gearbeitet habe. Ja, aber das lag teilweise auch daran, ganz ehrlich, dass ich nicht alleine war. Denn im zweiten Semester habe ich mich dazu entschlossen, einfach auch das Studium aus eigenen Stücken zu schaffen. Im ersten Semester hatte ich noch wirklich einen dabei, der hat mir das wirklich ein bisschen durchgecarried, besonders in RDP 1. Ja, da war ich manchmal ziemlich hart am Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich muss mich auch schon ganz ehrlich, ich bin jetzt auch schon zu einem Punkt, wo ich auch ein bisschen einfach am Kämpfen, also nicht am Kämpfen bin, sondern dazu entschlossen bin, einfach mich wirklich mehr zu investieren. Und ja, man kann das T-Shirt gerade nicht gut erkennen, aber das ist eigentlich hier nicht fürs Video gut. Ich weiß nicht, ob man das für euch lesen kann, aber da drauf steht RWTH Aachen. Universität. Ja, das sollte ich jetzt nicht mein T-Shirt über das Physikstudium besonders in Bielefeld machen. Ja, ich habe leider aktuell noch kein T-Shirt von der Uni Bielefeld. Sonst würde ich das vielleicht mal für so ein Video anziehen. Aber ich will jetzt nicht über die Kleidung reden. Denn aktuell ist für mich mein Studium extrem mathematiklastig. Ich kann schon mal so sagen, ich sitze meistens, also ich habe ja aktuell nur noch 2 Vorlesungen, das habe ich ja schon gesagt. Und diese 2 Vorlesungen sind zum einen Mathematik, also Analysis 1, das ist praktisch Beweisen mit manchmal ein paar Rechnungen, aber hauptsächlich Beweisen und Analysis einfach trocken. Ja, manche Sachen davon interessieren mich wirklich, das habe ich ja schon gesagt. Da sind wir jetzt inzwischen schon an dem Punkt, wo wir mit Funktionen arbeiten können. Ja, und das ist auch für mich zum Beispiel auch wirklich interessant. Ich mag die Sachen. Ich muss mich jetzt aktuell wieder mal reinarbeiten, damit ich die Sachen auch wirklich verstehe. Und ansonsten ist noch die andere Vorlesung Rechenmethoden der Physik. Der Dozent ist immer noch klasse, wie am Anfang. Und das größte Unterschied ist, ja, ich komme dann bei den Themen auch, wenn ich alleine arbeite, schon ziemlich gut klar. Manche Sachen muss ich jetzt einfach wieder drauf bekommen oder manche Sachen muss ich jetzt auch langsam in meinen Kopf bekommen. Solche Sachen, die ich immer nicht direkt aus dem Stegreif weiß, wie zum Beispiel, weil manche Sachen muss man einfach als Physiker oder Physikstudent können. Wenn nicht, wirst du das Studium nicht schaffen. Es sei denn, du bist wirklich manchmal ein bisschen gewitzt. Denn Sachen wie zum Beispiel Substitution für Integration zum Beispiel oder partielle Integration, solche Sachen musst du drauf haben. Oder du musst zum Beispiel auch so manche Tricks wissen, wie das Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat gleich 1 ist. Solche Sachen musst du als Physiker drauf haben.
um Sachen umzuformen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch noch bei Sachen wie Sinus ableiten, Cosinus ableiten oder welche Funktionen mit Sinus, Cosinus auf- und ableiten. Solche Sachen musst du können. Weil ableiten, aufleiten, das macht man als Physiker, also im Physikstudium, jeden Tag. Egal, ob man nun jetzt Rechenmethoden hat oder auch später wahrscheinlich theoretische Physik 1 hatte ich noch nicht, aber das wird auch nicht angenehmer. Da habe ich schon manche Sachen gesehen, die überhaupt nicht schön sind. Und ja, als Physiker musst du Mathematik können. Das ist immer wirklich das Handwerkzeug. Aber auf der anderen Seite, das klingt bei mir wirklich ein bisschen komisch, dass mich auf der einen Seite die Sachen interessiert, auf der anderen Seite beschäftige ich mich damit nicht. Ach, meine Stimme kackt gerade langsam ab. Ich mach mal kurz einen Cut. So, ich hoffe jetzt einfach, meine Stimme hält jetzt noch ein paar Minuten durch, weil ich sag ganz ehrlich, ich will eigentlich auch weiter Physik studieren. Das ist bei mir schon irgendwie so festgebrannt, denn am Ende interessiert mich auch die Sachen, die wir in der Physik machen, so. Da sind zwar alles grundlang, aber die meisten Sachen interessieren mich irgendwie oder faszinieren mich irgendwie. Ja, die Methoden, sage ich auch ganz ehrlich, sind zwar manchmal so ein bisschen zähneknirschend, aber trotzdem interessant. Ich muss mich jetzt einfach wie reinarbeiten. Das geht für mich einfach jetzt nur am eins. Ob ich jetzt im Laufe des zweiten Semesters, wie gut ich jetzt im zweiten Semester noch klarkomme. Entweder habe ich am Ende des dritten Semesters ein erstes Semester reloaded oder ich habe ein gemischtes viertes Semester. Ja, gemischtes drittes Semester. Denn am Ende wird es so laufen. Entweder werde ich jetzt schaffen, die Sachen, die ich jetzt aktuell zu bestehen. Ansonsten wird es für mich im zweiten Semester, also im dritten Semester, alle Sachen geben, die ich im ersten Semester habe. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie es im nächsten Semester ist, wegen Corona, Präsenz etc. Aber ich sag ganz ehrlich, ich hoffe auf Präsenz. Gott verdammt. Aktuell haben meine eigenen Freunde von ich schon ein WG-Projekt. Wenn das dazu irgendwas Interessantes gibt, was ich mit euch besprechen kann, das werde ich machen. Vielleicht noch ein kleines Ankündigungsvideo dazu. Werde ich auch in den nächsten Tagen mal machen. Aber ansonsten, ich will Präsenz haben. Ich will, sage ich ganz ehrlich, ich will diese Versuche auch Präsenz auch alle durchführen. Ich will auch mal in der Uni Mittagessen oder so. Ich will die Leute auch mal kennenlernen. So viele gute Leute habe ich da schon kennengelernt, die ich auch unbedingt mal treffen will. Und jetzt werde ich auch mal das sagen, warum ich jetzt auch das Video schon zum Beispiel beende, ist ganz klar. Ich will auch zum Beispiel auch mit der Fachschaft mal, wenn ich mal in Präsenz die Leute treffen und kennenlernen. Das will ich unbedingt auch mal machen. Ja, das wird auf jeden Fall auch interessant sein, auch mal in der Uni sein, in der hässlichsten Universität Deutschlands zu studieren. Ja, ich freue mich schon drauf, denn Physikstudium war mein Traum und ich sage ganz ehrlich, ich habe noch nicht vor, den Traum aufzugeben. Das macht mir zu viel Spaß. Manche Themen sind mir auch zu viel einfach interessant, dass ich die aufgebe, weil ich muss am Ende auch wieder sagen, in der Analysis gibt es so einige Themen, wo ich mir auch einfach denke, Gott verdammt, warum strenge ich mich nicht mehr für an? Das sind alles Themen, die dich interessieren, du Idiot. Da muss ich mich aktuell in die Selbstmotivation aufbringen und einfach Analysis verstehen. Und zum anderen muss ich mir jetzt auch einfach manche Sachen einfach mal merken. Wie man manche Sachen aufleitet, ableitet oder manche Sachen auch wieder anwendet. Manche Rechenregeln. Ja, ich habe mich mehr als einmal ertappt, um einfach manche Sachen zu überprüfen, ob ich die richtigen Sachen richtig umgeformt habe. Interessanterweise habe ich das häufig gemacht. Andererseits manchmal nicht. Ich hatte so manche hässlichen Terme, wo ich mir ganz sicher war, ich habe mich ja verrechnet. Und das war auch so. Naja, wenn man 2a plus 1a war das, keine Ahnung, 3a hoch 7 rechnet, will man das nicht schriftlich machen und ohne Teilenrechner. Meine Meinung. Ansonsten probiert das mal aus. Das war wirklich, glaube ich, 2a plus 3a, das in Klammern, hoch 2 war das. Ja, ich glaube, ich habe den Term hier oben mal kurz hingeschrieben, den ich meinte. Ja, den Term wollt ihr nicht im Kopf ausrechnen. Und
zurück zu dem Thema Fachschaft. Ich will gottverdammt auch die, in der Fachschaft was machen. Ich weiß noch nicht genau, wegen der Erstsemesterfahrt, wie hart ich mich daran beteilige, denn ich bin ja halt reiseinmobil, will ich mal so sagen, denn ich habe ja Reisemöglichkeit, da kann ich nicht so gut reisen. Das ist mir ein bisschen, das geht mir ein bisschen auf den Keks, denn da haben wir schon manche interessante Themen bei rumkommen lassen. Das werden wir heute auch noch besprechen in ein paar Minuten. Deswegen kann ich die Folge auch nicht mal so lange machen, aber das Video ist immer so ein kleines Update-Video vom Studium und Selbstmotivation und im Studium selber Sachen zu erledigen, ist eine Key-Sache. Für mich ist inzwischen dabei rausgekommen, ganz einfach Bullet Journal. Das ist eine Idee, die ich schon anders in meinem Video aufgreifen werde. Das wird höchstwahrscheinlich Anfang Juli sein, wo ich dann nochmal mein Bullet Journal komplett neu aufsetze für die nächsten Monate. Und dann kann ich euch das nochmal genauer zeigen, denn das, die Idee stammt nicht von mir, das stammt von jemand anderem. Ich habe mir die Idee zum Beispiel von einen anderen YouTuber namens Skate702 übernommen. Ich glaube, der hat sich inzwischen umbenannt. Ich weiß nicht genau, wie dein aktueller Account heißt. Aber ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Abonniert den Kanal, falls ihr mehr sehen wollt. Danke fürs Zuschauen und abonniert meinen Kanal. Und bis bald und tschüss.